leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und hier ist der Schlüssel zu meinem heutigen Testwagen. Das ist der Kia Ceed als Hatchback mit dem Diesel-Mild-Hybrid-Antrieb. Der Kia Ceed ist ein Fünftürer aus dem Segment der Kompaktklasse, gern auch Golfklasse genannt. Drei Mitbewerber habe ich exemplarisch für euch. Einmal den Hyundai i30, den Opel Astra und den Renault Megane. Die dritte Produktgeneration des Ceeds wurde als Fünftürer und Kombi im März 2018 im Rahmen des Genfer Automobilsalons erstmals vorgestellt. Er wird in Žilina in der Slowakei gebaut. Beim Euro-NCAP-Crashtest hat er im Jahre 2019 alle 5 Sterne bekommen. Kia bietet den Ceed zu einem Basispreis von 16.269 Euro an. Unser Testwagen als Diesel-Mild-Hybrid mit 136 PS, handgerissen in der Ausstattungslinie Spirit mit allen zusätzlichen Optionen, der hat einen Listenpreis von 29.975 Euro. Ich habe den Wagen wie immer für euch konfiguriert. Die Konfiguration findet ihr auf unserer Homepage, den Link zur Homepage unten im Videobeschreibungstext. Wenn ihr überlegt, Mensch, so ein Kia hätte ich gern, aber kaufen will ich nicht, sondern leasen, schaut auf jeden Fall bei unserem Partner leasingmarkt.de vorbei. Die haben immer super Leasingangebote, sowohl für gewerbliche Kunden, aber auch für Privatleute. Den Link zum Kia Ceed bei leasingmarkt.de, den findet ihr unten direkt im Videobeschreibungstext zum Anklicken. Der 2020 Kia Ceed 1,6 CRDI EcoDynamics plus 48V MHEV, also ein Mildhybrid. Der hat zum einen einen 1,6 Liter Reihenvierzylinder Turbodiesel unter der Haube. Dieser leistet 136 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 280 Newtonmeter, welches zwischen 1500 und 3000 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird bei unserem Testwagen manuell mit einer 6-Gang-Handschaltung. Als Mildhybrid ist der Ceed mit einem 48 Volt Bordnetz samt Lithium-Ionen-Batterie sowie einem 12 kW starken Startergenerator ausgestattet, der die Funktion eines Elektromotors in einer Lichtmaschine kombiniert. Der Testwagen hat Frontantrieb. Er beschleunigt von 0 auf 100 in 10,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller beträgt 4 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 103 Gramm pro Kilometer. Das sind Netzwerte. WLTP 5,2 Liter bei 136 Gramm pro Kilometer. Vollbetankt mit 50 Litern Diesel kommt man im Idealfall 1250 Kilometer weit. Optional kann man den Kia Ceed auch noch mit einem leistungsschwächeren Diesel und 4 Benzinmotorisierungen bestellen. Den Kombi gibt es zudem als Plug-in-Hybrid. Kia bietet den Ceed aktuell in Deutschland in 6 Ausstattungslinien an. Uns haben sie das Fahrzeug in der Ausstattungslinie Spirit zur Hand gegeben. Das ist eine der mittleren Ausstattungslinien. In der Basis hat das Fahrzeug noch Halogenscheinwerfer. Ab der Spirit, also unserer Ausstattungslinie, gibt es allerdings volle LED-Scheinwerfer. Und im unteren Bereich seht ihr auch noch die Nebelscheinwerfer in Aktion. In der Basis steht der Kia Ceed auf 15 Zoll Stahlfelgen. Zu unserer Ausstattungslinie gehören diese 17 Zoll Alufelgen, die GT-Line und der GT, den gibt es sogar noch mit 18 Zoll Felgen. Wir haben eine Bodenfreiheit von 130 mm. Kia bietet das Fahrzeug in 11 Farben an und die Farbe unseres Testwagens nennt sich Blue Flame Metallic. Ja, so hört er sich an. Der 1,6 Liter Diesel, Turbodiesel, um genau zu sein. Ein Auspuffrohr ist auch erkenntlich, seht ihr auf der rechten Seite. Derweil schalte ich hier munter fröhlich durch die Rückleuchten, damit ihr alle Lichter einmal in Aktion seht. Und wie ihr seht, nicht alles ist mit LED gelöst. Wir haben auch noch herkömmliche Glühbirnen hier verbaut. Mit der Funkfernbedienung kann ich das Fahrzeug aus der Ferne ver- und entriegeln, die Fenster leider nicht steuern. Ich meine, das könnte man sich aber beim freundlichen Kia-Händler freischalten lassen. Ich brauche den Schlüssel theoretisch nicht in der Hand zu haben, denn ich habe hier so schwarze Punkte an den vorderen Türen, um quasi ein Keyless Entry umzusetzen. Und auch die Kofferraumklappe ist so ausgestattet. Wir bewegen uns hier im Kompaktsegment. Es ist kein SUV, also geht es ein Stück weit nach unten. Wir haben schon sportliche Sitze, aber die Seitenwagen sind nicht so hoch. Man kann also wirklich bequem einsteigen.
Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier vom Kia Ceed in der Spirit-Ausstattungslinie. Das ist ja eine mittlere, also kein Vollausstatter. Schaut einmal in die Konfiguration, dann seht ihr, was hier serienmäßig dabei ist und was ihr aufpreispflichtig dazu kaufen müsst. Ich fange gleich an mit dem Materialcheck. Wir haben hier eine weiche Oberfläche bis hier vorne hin. Da haben wir dann harten Kunststoff. Das Weiche zieht sich hier aber rum. Auch im unteren Bereich noch. Allerdings das Handschuhfach der Decke, da haben wir wieder harten Kunststoff. Im Fußraum Teppich, harter Kunststoff. Der stößt hier an hochglänzend schwarz an und noch mehr harten Kunststoff. Von oben nach unten mal abgeschwenkt. Hier haben wir ein bisschen hochglänzend schwarz. Dann eine silberne Applikation. Das ist der weiche Werkstoff. Und im unteren Bereich dann wieder ganz viel hochglänzend schwarz. Die Sitze sind mit Stoff bezogen. An den Außenseiten dann mit Kunstleder und das hier die Mittelarmlehne, das ist ebenfalls mit Kunstleder bezogen. Kunstleder öffnet sich hier auch unten in den Türen. In dem oberen Bereich haben wir wieder so einen weichen Kunststoffwerkstoff. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Kunstleder. Da ist dann auch nochmal das Silber und das hochglänzend Schwarz aufgegriffen. Gerade hochglänzend Schwarz hier im vorderen Bereich. Unterhalb dieser Kante haben wir dann wieder harten Kunststoff. So auch die A-Säule. Der Himmel hingegen, der ist mit Stoff bezogen und auch leicht unterschäumt. Ja, für mich ist mittlerweile klar, eigentlich ist Kia das neue Volkswagen. Ne? Wir haben ordentliche Materialien, die von der Passform auch hier schön im Auto sitzen. Ein gesunder Materialmix, nicht zu hochwertig, aber so nach einem ganz eigenen Standard. Das passt auf jeden Fall zum Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Dann die ganze Funktionalität. Ich nenne das ja immer Ergonomie. Ich starte auch das Auto mal. Da meldet sich hier das 10,25 Zoll Display vom Infotainment-System. Das ist dann schon das Größere. Das ist natürlich ein Touchscreen hier. Und hier unten habe ich dann so Kurzwahltasten noch, beziehungsweise Funktionstasten, einen Drehregler für die Lautstärke und einen Drehregler zum Senderwechseln oder Zoomen. Links und rechts Lüftungsdüsen, die ich frei verstellen kann. Den Luftstrom kann ich aber nicht regeln. Wenn ich das nach innen schiebe, dann gibt es keine Luft mehr. Außen habe ich aber so einen Drehregler, um die Intensität des Luftstroms zu regeln. Und frei verstellen kann ich die Lüftungsdüsen außen auch. Unter dem Infotainment-System dann die Zentralverriegelung, der Warnblinkschalter und die Kontrollleuchte für den Beifahrer-Airbag. Darunter die Steuerung der Klimaautomatik mit zwei Klimazonen. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Die Temperatur, die eingestellte, die wird dann hier auch nochmal dargestellt. Darunter dann Sitzheizung für die beiden vorderen Sitzplätze, dreistufig jeweils. Und eine Lenkradheizung, die Sitzheizleistung ist erstmal sehr, sehr ordentlich, wird dann aber sehr schnell eher mau. Und das Lenkrad wird auch schön warm. Gerade im Winter, jetzt wo es kälter wird, merkt man das. Neben dem Schalthebel habe ich den Drive-Mode-Schalter. Drei Fahrmodi habe ich. Eco Normal Sport, da kann ich durchschalten. Start-Stop kann ich deaktivieren, so auch die Parkpiepser. Und hier, da aktiviere ich den Einparkassistenten. Dann haben wir hier noch die elektrische Feststellbremse und einen Auto-Hold-Button. Das Lenkrad ist mit Leder bezogen. So sieht das Ganze aus. Ein bisschen Silber, ein bisschen hochglänzend Schwarz ist auch noch dabei. Das Lenkrad kann ich manuell verstellen. Das ist der komplette Radius. Wenn ich es in die unterste Position bringe, dann verdeckt der obere Lenkradkranz Teile der Armaturen. Aber so in meiner Position passt das alles hervorragend. Über die Funktionstasten auf der linken Seite kann ich das Infotainment-System steuern. Unter anderem hier die Lautstärke und durch Druck wird das System gemutet. Auf der rechten Seite hier links habe ich dann den Bordcomputer bzw. das Cockpit, was ich steuern kann. Und auf der rechten Seite dann den Tempomaten bzw. Speedlimiter kann ich hier stellen. An der Lenksäule rechts der Scheibenwischerschalter, Scheibenwischer vorne und hinten. Der Gegenseite dann Blinker, Lichthupe, Fernlicht. Dazu kann ich das Licht hier noch schalten und Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte aktivieren. Links neben dem Lenkrad dann die Assistenzsysteme. ESC kann ich regeln, die Cockpithelligkeit und die Höhe der LED-Scheinwerfer vorne. Vor dem Türöffner zwei Speicherplätze für den elektrischen Fahrersitz und in der Erweiterung der Armlehne die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich dann sperren und die Spiegelverstellung. Und hier habe ich einen Knopf. Wenn ich den drücke, klappen die Spiegel automatisch an. Ich bin 1,80 Meter groß, der Sitz ist in der tiefsten Position. Ich presse mich mal in den Sitz zwischen meinem Kopf und zwischen meiner Mütze vielmehr und den Himmel passt noch mehr als eine aufgestellte Faust. Ich habe also angenehm viel Platz nach oben, auch zur Seite. Die Mittelarmlehne eignet sich eher nur für einen Arm. Wir sitzen im Fahrzeug der Kompaktklasse, das merke ich auch. Angenehm finde ich, dass der Himmel hell ist, also dass er nicht so runterdrückt und das Auto optisch noch kleiner ist.
kleiner macht. Aber ich habe auch hier nicht so wirklich weite Flächen, die das Auto optisch noch mal vergrößern. Dennoch, ich bin hier in dem Fahrzeug auch mit zwei Erwachsenen eine Zeit lang gefahren. Man kommt sich hier nicht in die Enge, wie das halt so üblich ist beim Kompaktfahrzeug. Ja, den Fahrersitz, den kann ich elektrisch verstellen, vor und zurück, vorne anstellen, im Ganzen heben und senken. Die Lehne kann ich dazu noch verstellen. Ich habe eine Lordosestütze, die elektrisch ein- und ausfährt, die ich aber nicht in der Höhe verstellen kann. Und das war's dann. Der Beifahrersitz hingegen, der wird manuell verstellt. Ja, die Sitze habe ich als sehr angenehm empfunden. Zum einen bieten sie durchaus Seitenhalt, sind fast sportlich geschnitten. Zum anderen sind sie wirklich sehr bequem. Ich bin mit dem Auto viel Langstrecke gefahren. Und da merke ich dann halt schon, ob ich gute Sitze habe oder ob ich dann nach ein paar Kilometern schon denke, so, oh nee, jetzt geht's nicht weiter und den Sitz andauernd verstelle. Dann starte ich einmal den Motor hier. Dann seht ihr einmal die ganze Lichtorgel. Die Kamera kann das kaum richtig einfangen, weil wir halt so zwei Tuben haben. Auf der linken Seite der Drehzahlmesser eingelassen mit der Kühlwassertemperaturanzeige. Auf der anderen Seite dann der Tachometer und da sehen wir die Tankanzeige. Dazwischen im oberen Bereich zumindest der Bordcomputer. Ganz oben, wie weit komme ich noch mit der Tankfüllung? Daneben dann einmal Assistenzsystem und im unteren Bereich der eingelegte Gang. Darüber die Verkehrszeichenerkennung, das Fahrprogramm Eco Normal Sport. Die werden da entsprechend auch immer angezeigt. Na komm schon. Und die Gesamtlaufleistung des Autos sehe ich da halt auch noch. Jetzt kann ich durch den Bordcomputer durchschalten. Das mache ich auch einmal für euch. Dann seht ihr die verschiedenen Anzeigen und dazu kann ich dann noch die Navigation aktivieren oder auch die Fahrassistenzsysteme. Schließe ich gleich den Schulterblick hier an, beziehungsweise die Rundumsicht. An der B-Säule kann ich gut vorbeisehen. Die A-Säulen gar nicht so schmal, aber das geht noch. Im Übrigen, ja, ich habe das Auto verstellt. Da seid ihr. B-Säule, C-Säule und D-Säule, die verschmelzen fast ineinander. Das Fenster macht keinen großen Unterschied. Da haben wir einen toten Winkel. Und da hinten ist das Auto dann auch zu Ende. Ich schaue ja mal vorher in den Spiegel beim Schulterblick, also ist der tote Winkel somit auch aufgehoben. Die Spiegelfläche, die Größe der Spiegelfläche ist auf jeden Fall für das Kompaktfahrzeug angemessen und auch groß genug, um den rückwärtigen Verkehr gut im Auge zu behalten. Mit einem Blick in den Innenspiegel erfasse ich auch die komplette Heckscheibe, also auch hier eine gute Sicht nach hinten. Beim Einparken hilft mir dann die Rückfahrkamera. Auf der rechten Seite einmal die Rückmeldung der Parksensoren. Hier das Bild, wenn ich das Lenkrad bewege, dann bewegen sich die Linien auch mit. Das Bild ist weder scharf noch farbenfroh, aber es reicht auf jeden Fall, um vernünftig einparken zu können. Dann bin ich auch schon durch. Was noch fehlt, ist der Hupencheck. So hört sich die Hupe an im Kia Ceed. Dann mache ich gleich weiter mit dem Ablagencheck. Ich zeige euch hier die ganzen Ablagemöglichkeiten und weiteren Funktionen in der ersten Sitzreihe. Ich fange wie immer an mit den Türtaschen und meiner üblichen Musterflasche von meinem Partner Y-Food. Die ausgewogene Trinkmahlzeit, wie es auf der Flasche heißt. 500 Milliliter, 500 Kalorien macht mich 4 Stunden satt. Wenn ihr wollt, bestellt mal. Ich nutze sie aber eigentlich nur, um die Größe zu zeigen. Man sieht, dass der halbe Liter passt hier super rein. Man kann hier auch Literflaschen unterbringen. Dazu noch eine kleinere Flasche, 300 Milliliter. Übrigens Mango Lassi, eine meiner Lieblingssorten von Y-Food. Passt hier auch noch ganz gut rein. Was ein bisschen schade ist, dass dieser Bereich von der Türtasche überhaupt nicht genutzt wird. Dafür habe ich aber die Griffschale, die ist auch rutschfest ausgekleidet. Da könnte ich also auch noch Sachen ablegen. Die nächste Ablagemöglichkeit dann unter der Klimasteuerung. Hier habe ich, man sieht es schon, das G-Symbol, eine rutschfeste Fläche, wo ich mein Telefon ablegen kann. Und das wird dann auch, wenn das Auto Zündung hat, zumindest induktiv geladen. Diese Klappe kann ich öffnen. Da habe ich dann einmal einen 12-Volt-Anschluss und zweimal USB. Einmal USB nur zum Laden. Und der Anschluss verbindet dann das Endgerät mit dem Infotainment-System. Davor auch nochmal so ein rutschfester Bereich, wo man Kleinigkeiten ablegen kann. In der Mittelkonsole haben wir 2 Getränkehalter. Wenn ich sie nicht nutzen will, habe ich hier eine kleine Schublade.
Beide Getränkehalter haben zwei Abstandshalter. Jetzt nehme ich mal einen halben Liter hier nochmal rein. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Die kleinere Flasche hingegen kippelt ein bisschen mehr. Das passt aber auch noch. Wohlweislich, weil der hintere ein bisschen kleiner ist als der vordere Getränkehalter jetzt also. Und darum passt das in der Konstellation auch hervorragend. Dann haben wir hier nochmal ein Fach. Das ist nicht wirklich rutschfest, sondern das ist harter Kunststoff, aber immerhin genoppt. Und die Mittelarmlehne kann ich nicht verstellen. Doch, uah, ich erzähle Unsinn. Die Mittelarmlehne kann ich ausziehen, nach vorne, aber nicht in der Höhe verstellen, sondern da tatsächlich nur öffnen. Dann habe ich hier nochmal ein Fach, wo unten am Boden sich Filz befindet. Bringe ich die Flaschen hier nochmal rein. Das passt auch. Das Handschuhfach ist erstmal beleuchtet. Und hier haben wir das Bordmaterial dabei. Und ein paar andere Sachen von Kia. Das war es aber auch schon. Irgendeine Ausstattung kann ich nicht feststellen. Und somit habe ich es euch gezeigt. In den Sonnenblenden haben wir an der Seite erstmal ein Clip, wo ich dann irgendwelche Sachen unterbringen kann, anhängen kann. Zum Beispiel die Rettungskarte oder Tickets halt. Dazu haben wir auch noch einen Make-up-Spiegel, der ansprechend groß ist, gerade für ein Kompaktfahrzeug. Beleuchtet wird das Ganze von oben, das muss ich aber manuell anstellen. Wenn ich die Blende dann aber nach oben klappe, dann wird es so halb manuell zumindest ausgestellt. Ja, die Sonnenblende kann ich zur Seite klappen, da bleibt aber noch ein Bereich, wo die Sonne einfallen kann und ich kann sie auch nicht nach hinten ausziehen. In der Dachkonsole habe ich Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Das ist dann auch zusammen die Einstiegsbeleuchtung und davor habe ich noch ein Brillenfach, was innen mit Filz ausgekleidet ist und von der Größe her passen da normale Brillen gut rein. Große Pilotenbrillen sehe ich da allerdings nicht. Ja, ich verstehe es immer nicht, warum Hersteller nicht mehr aus den Türtaschen machen. Gerade hier wird wirklich viel Platz verschenkt, den man noch so nutzen könnte. Die anderen Ablageflächen finde ich gut und durchdacht und vor allen Dingen einfach zu erreichen. Ja, dann zeige ich euch einmal noch das UVO-Infotainment-System. Wurde ja letztes Jahr, meine ich, eingeführt mit dem Kia e-Soul. Deutlich renoviert im Vergleich noch zum Vorgänger. Das hat jetzt auch die ganze Seat-Familie. Ich zeige euch das einmal rudimentär, zumindest die wichtigsten Funktionen. Mein Telefon habe ich jetzt mit dem USB-Anschluss verbunden und somit gibt es hier auch Apple CarPlay, weil ich halt nur ein iPhone habe. Das wird auch vollflächig angezeigt mit schönen großen Symbolen. Und da bin ich dann wieder im Infotainment-System. Das begrüßt mich eigentlich hier mit drei Kacheln. Und wenn ich dann zur Seite swipe, habe ich die ganzen einzelnen Funktionen nochmal als Sprungmarke. Ich könnte natürlich auch hier unten springen, gehe mal in die Navigation und möchte eine Adresse eingeben. Bielefeld wäre das und ich möchte in die Werther Straße, hat er dann auch gleich erkannt oder vervollständigt. Hausnummer wäre wie immer 42 und dann zeigt er mir hier das Ziel an. Das passt auf jeden Fall und ich kann sagen, Route starten, dann wird gerechnet. Und ich kann jetzt hier noch wechseln zwischen 3D, 2D Nord ausgerichtet und Fahrtrichtungs ausgerichtet. Bekomme hier unten diverse Informationen, unter anderem wann ich ankomme. Und wenn ich das Ganze abbrechen möchte, gehe ich auf Route. Nee, das hatte ich letztes Mal schon. Das ist das Einzige, was ich bei diesem System komisch finde. Gehe auf Navigation und kann dann hier die Route abbrechen. Ich habe ja auch die Möglichkeit, die Spracherkennung zu aktivieren. Sprechen Sie einen Befehl. Ziel eingeben. Sagen Sie bitte den POI-Namen oder die Adresse, die Sie suchen möchten. Wertherstraße 42, Bielefeld. Das habe ich leider nicht verstanden. Sprechen Sie bitte Ihren Befehl noch einmal ein wenig lauter. Wertherstraße 42, Bielefeld. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Ja. Die Navigationsführung beginnt jetzt. Routenführung wird gestartet.
Ja, und dann sehe ich gerade, hier gibt es auch nochmal Route abbrechen, warum ich das vorher nicht gesehen habe. Man weiß es nicht. Gut, wir haben natürlich auch einen Radioteil und einen Medienteil. Radio finde ich ja immer spannend. Wir haben einmal unterschiedliche Bänder, DAB und FM sind zusammengefasst und AM gibt es auch noch, warum auch immer. Dann kann ich mir hier die Senderliste anzeigen lassen und würde mich natürlich wie immer für Radio Bob entscheiden. Na, da sind sie. Und jetzt wird mir das hier halt angezeigt. Im Übrigen, ich habe immer die Möglichkeit, hier so ein Splitscreen aufzurufen und kann hier auch durch unterschiedliche Inhalte durchscrollen. Und da wieder draufgeklickt und dann ist es halt weg. Hier das Sternchen kann ich nutzen, um in die Favoriten den Sender, also um den da abzulegen. Ich könnte hier aber auch einfach gedrückt halten bei Plus und dann würde der auch runter rüberwandern. Und wenn ich hier auf Favoriten drücke, dann kann ich das auch wieder bearbeiten und beenden. Ja, Stichwort Media, da ist ja jetzt gerade Apple CarPlay am Start. Das ziehe ich mal ab eben und springe nochmal in den Bereich Medien. Sagt er mir keine Medienquellen, sonst könnte ich natürlich aussuchen USB oder Bluetooth, je nachdem, was ich da eingebunden habe. Dann gucken wir uns nochmal eben hier über die Home-Taste die anderen Funktionen an, habe ich was vergessen. Das ist weit weniger Fahrinfo, da könnten wir vielleicht noch einmal reingucken, wie das hier so aussieht. Habe ich halt ein Menü, ne? Wie bin ich gefahren, wie effizient bin ich gewesen. Na. Achso, das Menü ist immer dafür gedacht. Ja, dann springe ich nochmal zurück in Radio und gehe da in das Menü, denn hier finde ich dann die Audioeinstellungen, unter anderem einen Fader. Und ein Equalizer, dreistufig, Bass, Mitten und Höhe kann ich hier einschalten. Ja, mit dem Paket, mit dem ich mir das große Infotainment-System ins Auto buche, kommt auch das JBL Premium Soundsystem hier im Seat zum Tragen. Das kenne ich, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Höhen und Mitten lassen sich auch bei höheren Lautstärken durchaus noch akustisch separieren. Dazu habe ich ja hinten im Kofferraum noch den Subwoofer, der auch noch für ein bisschen Bums sorgt. Könnte natürlich noch ein bisschen satter sein alles, aber das ist schon sehr, sehr ordentlich für so eine Konstellation. Und ich würde mir, wenn ich mir den Seat kaufen würde, da jetzt auch nicht nachrüsten wollen. Hey, wir freuen uns übrigens immer über ein Like. Vielleicht gibt er uns einen Daumen nach oben. Ja, große Unterschiede gibt es ja mal beim Platzangebot auf der Rücksitzbank, gerade auch in der Golfklasse oder im Kompaktsegment. Ich steige hier mal ein. Das Fenster hier, das Einstiegsfenster ist schon nicht besonders groß und ich merke auch, das Platzangebot hier ist nicht gerade üppig. Ja, das Platzangebot hier hinten auf den ersten Blick ist nicht üppig, aber ausreichend, sage ich mal. Meine Füße kann ich leider nicht komplett unter den Fahrersitz schieben, der ist aber auch schon ganz runtergefahren. Und ich habe hier noch ausreichend Beinfreiheit, um mich zur Not auch noch mal ein bisschen mehr in den Sitz zu kuscheln, ohne dass ich jetzt direkt dem Fahrer meine Knie in den Rücken bohre. Leider sind die Sitze hier nicht hart verschallt. Ja, wenn ich mich hier in den Sitz presse, dann bekomme ich zwei flache Hände noch zwischen meinem Kopf und den Himmel. Ich komme aber bequem an die Kopfstützen und stoße hier auch nicht gleich an den gepolsterten Dachräumen, wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe. Ja, auch hinten ist das Platzangebot in den Türtaschen nicht gerade üppig. Ich habe hier wieder den halben Liter eingeschoben. Hier passt er perfekt. Hier passt auch keine Literflasche rein. Davor und dahinter ist dann noch mal so ein bisschen Platz. So richtig helfen tut das nicht. Aber auch hier kann ich wieder die Türschale nutzen, um da noch Gegenstände abzusetzen, abzulegen. Dann habe ich eine zweistufige Sitzheizung und elektrische Fensterheber, die sich dann hier auch automatisch versenken. Das Fenster bleibt ein Stück weit noch stehen, das ist aber wirklich nur ein schmaler Bereich. Das finde ich schon okay und man sieht, glaube ich, auch, die Fenster sind leicht getönt. Im oberen Bereich habe ich dann einen Haltegriff, an der Fahrerseite übrigens nicht. Der Beifahrer hat aber so einen Haltegriff. Und hier dann kommt das Ganze nochmal im Kleiderhaken. An der Rückseite der Vordersitze habe ich dann Dokumententaschen. Da passt DIN A4 auf jeden Fall hochkant hinein. Und in der Mitte habe ich einen Luftausströmer, beziehungsweise zwei Stück sogar, die ich frei verstellen kann. Und hier in der Mitte kann ich den Luftstrom auch noch regeln. Was ganz offensichtlich fehlt, ist Strom. Licht gibt es, allerdings keine Leseleuchten, sondern hier nur eine einfache zentrale Einstiegsbeleuchtung.
im Mittelplatz eingelassen. Hier im Rückenteil ist dann nochmal eine Armlehne mit zwei Getränkehaltern, allerdings ohne Abstandshalter. Der halbe Liter passt hier gut rein, ohne rauszukippeln. Die 0,3er Flasche passt halt nicht ganz so gut, aber ich glaube, richtig rauskippeln tut die halt auch nicht. Natürlich kann ich die Armlehne auch als solche benutzen. Wenn ich mich ein bisschen zusammennehme, kann ich mir die auch gut mit meinem Sitznachbar teilen. Also richtig breit ist sie halt nicht. Gut, ich sitze ja hier hinten auch auf Stoffsitzbahnen, in der Mitte dann das Kunstleder, zum Teil hier noch perforiert. Und wenn ich mich ganz bequem hinsitze, dann brauche ich tatsächlich auch diesen perforierten Teil noch für mich. Das heißt, dieser Streifen wäre dann für eine dritte Person, wenn die beiden äußeren Sitzplätze mit so einem gestandenen Mannsbild wie mir besetzt sind. Das heißt also, drei gestandene Mannsbilder sehe ich hier hinten nicht. Drei schmalere Personen werden aber wahrscheinlich hier hinten auch gut Platz finden. Die Gurte hier hinten sind auf jeden Fall lang genug, um Kindersitz und Babyschalen anzuschnallen. Ein bisschen mehr Gurtlänge wäre aber angenehm gewesen. Der Einstiegsbereich ist nicht so groß. Da muss man gegebenenfalls größere Kindersitze vielleicht ein bisschen verkanten. Die Isofix-Halterungen an den äußeren Sitzplätzen verstecken sich hinter so Kappen. Man schiebt also den Kindersitz einfach nur ein und befestigt ihn. Die Kappen verbleiben im Auto. Die Gurtpeitschen hier hinten, zumindest die äußeren, sind starr, sodass sich kleine Kinder auch gut selbstständig anschnallen können. Der dritte Gurt hier für den mittleren Platz, der ist an der Sitzbank angebracht. Den muss man also nicht irgendwo hier hinten rausfischen. Den Beifahrer-Airbag, den kann ich über ein Schloss in der Tür deaktivieren, in der Beifahrertür. Dafür muss ich den Schlüsselbart aus dem Funkschlüssel friemeln. Und wir haben aber hier leider keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz. Dafür haben wir, oder das Auto vielmehr, einen Einklemmschutz bei den elektrischen Fensterhebern, der auch sofort greift, bevor mir überhaupt was wehtun kann. Den Schlüsselbart bräuchte ich gegebenenfalls auch, um hier die Kindersicherung in den Türen zu aktivieren. Einmal so überschließen, dann ist die Tür gesichert, also von innen kann keiner mehr raus. Bisschen unpraktisch, aber so können es die Kinder wenigstens nicht selbstständig deaktivieren. Der Öffner für die Kofferraumklappe, der befindet sich hier unterhalb des Kia-Logos, oberhalb des Kennzeichenhalters. Und die Klappe schwingt auf nur mit der Kraft der Gasdruckdämpfer. In den Kofferraum vom 2020 Kia Ceed 1,6 CRDI EcoDynamics Plus, also eine Mildhybrid, passen 395 Liter. Das ist ein bisschen weniger als beim normalen Verbrenner oder Diesel, weil die Batterie halt hinten im Kofferraum sitzt. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 1291 Liter. Dann präsentiere ich euch gleich noch das Kofferraumabteil. Wir haben hier erstmal einen Zwischenboden, den ich aber nur im vorderen Bereich anheben kann. Im hinteren sitzt dann die Batterie vom Mildhybrid und hier habe ich vier unterschiedlich große und tiefe Fächer, eins davon belegt mit dem Tire Kit. Die Safety Bag, ne, heißt auch tatsächlich so, ist hier an der Seite angeschnallt. Hier geht es auch noch ein Stück weit runter und auf der anderen Seite sind dann Lautsprecher. Links habe ich dann auch noch einen 12-Volt-Anschluss, den ich mit 180 Watt belasten kann und einen Taschenhaken. Den Taschenhaken finde ich auch noch auf der rechten Seite. In der Heckklappe habe ich hier zwei Eingriffe, damit ich die Klappe zuziehen kann. Der Sichtschutz hat hier im unteren Bereich richtige Scharniere. Oben muss ich allerdings nur so eine Schlaufe über einen Plastiknippel ziehen. Und wenn ich das an beiden Seiten gemacht habe, dann kann ich einfach die Hutablage hinausnehmen. Die ist an der Sichtseite mit Filz bezogen. Auf der Rückseite sieht man aber auch, dass es nur so Presspappe, Pressfilz ist. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich ganz locker an die Entriegelung der Rücksitzbank. 60% fallen dann auf der rechten und 40% auf der linken Seite. Eine ebene Ladefläche haben wir nicht, trotz Zwischenboden. Denn hier hinter dem Akku geht das Ganze ganz schön steil nach oben und dann steigt es noch weiter an bei der umgeklappten Rücksitzbank. Wenn ich die Rücksitzbank umgeklappt habe, dann kann ich mein 28 Zoll Rennrad hier ganz bequem in den Kofferraum laden und muss auch keins der Laufräder ausbauen, denn das passt hier hervorragend.
Nur 354 Kilo darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon allerdings 80 Kilogramm aufs Dach schnallen. Kia bietet auch eine Anhängerkupplung an mit einer Stützlast von 75 Kilogramm. Damit darf ich dann gebremste Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen ziehen. Hat der Anhänger keine eigene Bremsanlage, reduziert sich das Zuggewicht auf 650 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Kia Ceed und seinem 130 PS Dieselmotor als Mildhybrid durchaus. Wir haben also ja den Startergenerator, der das Auto zumindest ein bisschen am Segeln halten kann. Voll elektrisches Fahren, das funktioniert natürlich nicht beim Mildhybrid. So, jetzt habe ich einmal gewendet, habt ihr gesehen, hier in der Kraxer Straße in Bielefeld, 10,6 Meter beträgt der Wendekreis. Und einmal am Volant gedreht und eine Vierteldrehung, das heißt 2,5 Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Die Servounterstützung beim Rangieren ist auch sehr angenehm, so kommt man einfach in jede Parklücke. Der Kia Ceed hier als diese kommt mit drei Fahrprogrammen, die kann ich durchschalten. Eco, Normal, Sport. Ich bin das Auto zu 99% in Eco gefahren. Ich glaube, einmal habe ich geguckt, was es für Fahrprogramme gibt, mich dann aber dafür entschlossen, was soll ich denn mit dem Diesel jetzt sportlich fahren, seinen 130 PS, dann mache ich das lieber so, dass ich immer schön ökologisch unterwegs bin. Dann schiebe ich mich mal auf meinen Startplatz, dass wir ein bisschen Angst wegen Verschalten und so. Also, los geht's. Leichte Traktionsprobleme zum Anfang. Da habe ich die 100 dann auch schon erreicht. Ein bisschen besser hätte ich noch schalten können. Unter Laborbedingungen und mit den perfekten Schaltvorgängen beschleunigt man von 0 auf 100 in 10,2 Sekunden. So, jetzt die Unterführung. Einmal das Augenmerk auf die Beleuchtung der Schalter. Die sind rot hinterlegt, also oder rot Hintergrund beleuchtet. Und zwar sämtliche Schalter, die ich euch eben im Innenraumcheck schon gezeigt habe. Jetzt einmal kurz das Augenmerk aufs Display. Ich habe einen Gang eingelegt, lasse mich aber rollen. Der Motor schaltet in den Segelmodus. Der Motor ist also quasi ausgestellt. Und wenn ich dann wieder Gas gebe, läuft er wieder an. Und der Elektrogenerator, also der Startergenerator, sorgt dafür, dass wir nicht zu viel Geschwindigkeit verlieren. Generell Energiefluss. Ich tippe mal die Bremse an und dann sieht man auch schon, dass Strom erzeugt wird. Der Startergenerator kann also auch Strom generieren, wenn ich bremse. Macht er quasi eine Art Motorbremse, um dann die Batterie im Kofferraum wieder ein bisschen zu füllen. Und die volle Batterie nützt mir dann, um den Motor hin und wieder auch zu boosten, zu unterstützen. Wir haben 48 Volt Bordnetz und dass ja nicht alle Aggregate dann über den Motor Strom quasi betreiben muss. Jetzt habe ich den Tempomaten auf 55 km/h eingestellt, bewege mich auf meine Fahrwerksstrecke zu. Oh, das ist ein neuer Flicken, den kannte ich noch gar nicht. Hier kommen jetzt die beiden Dehnfugen, so nenne ich das immer. Ja, da kommt schon ein bisschen was im Gestühl mit an, aber tendenziell nimmt er schon die ganzen Unebenheiten ganz gut raus. Er ist jetzt nicht wahnsinnig komfortabel abgestimmt, aber auf jeden Fall komfortabler als straffer. Um das Fahrzeug zu verzögern, haben wir an allen vier Rädern Scheibenbremsen. Ich habe auch einen schönen Druckpunkt, also sobald ich meinen Fuß auf das Bremspedal lege, kann ich das gut dosieren und den Wagen entsprechend verzögern. Wenn ich bremse, bremst halt der Motor bzw. der Startergenerator erst immer ein bisschen mit, um halt den Strom oder die Bremsenergie in Strom wieder umzuwandeln. Aber die Bremsen können auch so knackig zugreifen, haben überhaupt kein Problem mit dem Fahrzeuggewicht. Hier das Leergewicht liegt bei 1,5 Tonnen. Ja, man kann sich das Fahrzeug auch mit einer Automatik ordern. Ich habe ihn aber als Handschalter bekommen. 6 Gänge stehen zur Auswahl. Ich bin auch immer relativ schnell im 6. Gang, sodass ich ja fast automatisch dann unterwegs bin. Lediglich auf der Autobahn, wenn man sich so ein bisschen
zurücknimmt und mit 100, 120 fährt und dann doch nochmal Fahrt aufnehmen möchte, empfiehlt es sich halt in den fünften zurückzuschalten. Die Schaltkulisse ist schön präzise, man findet immer die Gänge, kommt da auch nicht irgendwie ins Gehege sich. Also das, ich habe nicht einmal mich verschaltet, das heißt eigentlich schon alles. Aus Spaß an der Freude bin ich jetzt nochmal in den Sportmodus gewechselt. Ich meine, dass die Gasannahme dann ein bisschen besser funktioniert, dass aber Eco da eher umsichtig mit dem Gaspedal oder mit der Gasannahme umgeht. Hier 64 die Kurve genommen. Erstmal schön viel Seitenhalt im oberen Sitzbereich. Aber viel schneller möchte ich auch nicht fahren unbedingt. Der Wagen schiebt zwar nicht groß, aber ich glaube, das Fahrwerk ist jetzt nicht unbedingt für die Kurvenhatz ausgelegt. Ich schalte nochmal in den vierten zurück und stelle mich jetzt mal voll aufs Gas. Mal gucken, wie weit ich hoch beschleunigen kann. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Und was halt wirklich angenehm ist, ich weiß, man will ja gar kein Diesel mehr fahren, aber dieses Drehmoment, was auch bei dem Fahrzeug immer wieder schön zum Tragen kommt und einfach nochmal ein bisschen Gas gibt und der Wagen schiebt wirklich spürbar nach vorne. Ich setze jetzt hier einfach nochmal an. Es geht ja immer nur darum, damit ihr so ein leichtes Gefühl dafür bekommt, wie sich die Geschwindigkeitsentfaltung so verhält. Jetzt bin ich im fünften. Und auch da schiebt er nochmal ordentlich an. Der Kollege wird mich nicht vorbeilassen. Soll es auch gewesen sein hier. Bis 180 mal hochgeschleunigt. Wer sich für mehr interessiert, guckt das Tacho-Video, falls wir eins gedreht haben. Ja, jetzt fahre ich Strich 100 im sechsten Gang bei gut 1800 Umdrehungen. Ganz leichte Windgeräusche nehme ich schon wahr, aber die sind nicht wirklich nennenswert laut. Den Motor höre ich gar nicht. Ja, und auch die vorbeifahrenden Fahrzeuge werden leicht abgedämmt vom Klang her. 120 jetzt bei gut 2250 Umdrehungen. Die Windgeräusche sind ein Tucken lauter geworden. Meine Stimme muss sich aber wirklich nicht heben. Und den Motor höre ich jetzt so ganz leicht, so ein sonores Brummeln. Das geht aber schon. Ja, die Verkehrszeichenerkennung zeigt mir hier alte Daten an. Hier ist offen, keine 130. Somit kann ich auch 140 fahren. Jetzt nehme ich den Motor hier bei 2500 Umdrehungen schon ein bisschen wahr. Die Windgeräusche sind auch noch ein bisschen lauter geworden, aber ich kann mich noch normal unterhalten, sprich zu euch sprechen. Bei 160 dreht der Wagen jetzt bei gut 3000 Umdrehungen. Die ganze Geräuschkulisse ist ein bisschen lauter geworden. Aber ich spreche immer noch normal zu euch. Also das wäre für mich auch immer noch eine akzeptable Reisegeschwindigkeit von der Lautstärke jetzt her. 180 dann bei 3250 Umdrehungen. Jetzt ist der Motor schon deutlicher wahrzunehmen. Auch die Windgeräusche sind nochmal deutlich lauter geworden. Ja, meine Stimme hebe ich jetzt, glaube ich, leicht. Aber ich könnte mich so auch noch normal unterhalten, wenn ich denn wollte. Das Ganze jetzt nochmal bei fast Höchstgeschwindigkeit. Drehen wir bei etwas über 3500 Umdrehungen. Jetzt sind die Windgeräusche schon richtig laut. Und ich hebe meine Stimme auch deutlich. Also so möchte ich nicht fahren, wenn ich mich unterhalten möchte. Der Komfort im Fahrzeug auf der Autobahn, was das Fahrwerk angeht, ist vollkommen in Ordnung. Ich bin mit dem Fahrzeug doch viel Langstrecke gefahren, aber auch viel Landstraße. Finde die Sitze klasse. Gerade bei längeren Strecken waren die sehr angenehm. Und der Gesamteindruck ist wirklich, dass das vom Fahrkomfort her alles sehr ordentlich ist. Die Lenkung im Übrigen auch schön präzise. Das Fahrzeug folgt also meinen Lenkbewegungen sehr ordentlich und das Fahrzeug verhält sich auch sehr neutral, schiebt nicht groß. Also hier im Innenraum schiebt gerade einiges hin und her, aber es ist somit sehr gut beherrschbar, das Fahrzeug. Und ich finde es ein sehr angenehmer Wegbegleiter hier auf meiner langen Fahrt. Der Kia Ceed mit dem 130 PS Diesel hat eine NEFZ-Verbrauchangabe von 4,0 und eine WLTP-Verbrauchsangabe von 5,2 Liter. Ich bin das Fahrzeug zweimal Bilsterberg-Bielefeld effizient gefahren. Einmal mit 4 Litern, einmal mit 4,4 Litern. Würde ich also sagen 4,2, da bin ich schon verdammt nah am NEFZ dran, wenn ich das als Mittelwert nehme. Und insgesamt bin ich das Fahrzeug jetzt 1500 Kilometer gefahren beim Verbrauch von 5,8.
Auch das ist noch relativ nah am WLTP dran, wenn ich berücksichtige, dass ich doch sehr viel Autobahn gefahren bin und da meistens dann doch ein bisschen zügiger unterwegs bin. Ja, grundsätzlich ist es wirklich sehr, sehr bitter, dass der Dieselmotor mittlerweile so einen schlechten Ruf hat. Denn wenn man mal wieder Diesel fährt, dann weiß man, warum man das früher immer so mochte. Das Drehmoment, was sich dann immer schön entfaltet, dass man schaltfaul fahren kann und trotzdem immer noch so einen kleinen Schub kriegt, auch wenn ein Auto nur 136 PS hat. Beim Trockengewicht von 1,5 Tonnen. Das passt auf jeden Fall hervorragend zusammen. Gerade für Pendler bietet sich das Fahrzeug hier, denke ich, auf jeden Fall an, weil man effizient fahren kann, trotzdem noch flink unterwegs ist und auch Autobahnpassagen gerne mal ein bisschen zügiger fahren kann. Und auch auf der Landstraße mal einen Trecker zu überholen oder einen LKW funktioniert mit dem Fahrzeug auch hervorragend. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung berichten. Da werfen wir einen Blick auf die Assistenzsysteme. Das erste sollte jetzt zum Tragen kommen. Ich werde gerade überholt. Der Totwinkelwarner hier in leuchtendes Signet im Spiegel hat sich 2-3 Fahrzeuglängen gemeldet, bevor das Fahrzeug sich überhaupt in meinen toten Winkel bewegt hat. Der funktioniert also schon mal sehr ordentlich. Die Verkehrszeichenerkennung ist eine Mischung zwischen Kameraergebnis und Kartenmaterial. Was man jetzt hier gerade sieht, die Autobahn ist schon lange unbegrenzt befahrbar, also ohne Tempolimit. Mir wird hier aber noch ein veraltetes Tempolimit angezeigt, aber ich sage mal lieber so als andersrum. In den Baustellen, die Tempolimits hat er mir aber, soweit ich mich erinnern kann, immer sehr ordentlich und richtig angezeigt. Das Fahrzeug kommt mit einem Tempomaten. Ich kann also hier zwischen Speedlimiter und Tempomat wählen. Wenn ich jetzt die Geschwindigkeit einstelle, dann hält er halt die Geschwindigkeit. Es ist kein adaptives System. Also wenn ich auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auffahre, muss ich quasi selbstständig bremsen, um den entsprechenden Sicherheitsabstand einzuhalten. Der Schaltvorgang beendet auch den Tempomaten. Das ist ein bisschen schade. Ich mag die Systeme, wo die Geschwindigkeit während des Schaltens trotzdem dann auch gehalten wird oder wieder neu aufgenommen wird. Im Übrigen bis 180 km/h kann ich den Tempomaten nutzen. Weiter lässt er sich halt nicht einstellen. Dazu habe ich auch einen aktiven Spurhalteassistenten im Fahrzeug. Der lenkt allerdings nicht permanent mit, sondern bewahrt mich lediglich davor. Ich provoziere das mal, dass ich über die Seitenbegrenzung fahre. Ich habe auch nochmal die Ansicht hier im Cockpit umgestellt, damit ihr seht, wie er die Spuren erkennt. Und wenn ich jetzt hier trotzdem über eine Spur fahre, wird mir das auch nochmal visuell gezeigt im Display. Wichtig ist aber, er fängt mich ein, bevor ich die Spur verlasse, lenkt aber nicht konsequent mit. Das mag ich zwar lieber, aber besser so ein System als gar kein System. Somit sind zwar alle vier Systeme mit an Bord. Der Tempomat ist leider nicht adaptiv. Der Spurhalteassistent lenkt nicht konsequent mit und die Verkehrszeichenerkennung greift teilweise auf Kartenmaterial zurück. Dennoch denke ich, dass gerade in dieser Ausstattungslinie das schon ein rundes Paket ist mit den Assistenzsystemen. Und gerade als Pendlerauto hat man die wichtigsten Systeme dabei, die einen so ein bisschen entlasten können auch. Ja Kinder, das war's auch schon. Das war unsere Videokaufberatung zum neuen Kia Ceed. Bezug nehmend auf den Motor, der 1,6 Liter Turbodiesel mit dem Mild-Hybrid-Antrieb. Zwei Punkte zum Ende, die mir negativ aufgefallen sind. Das erste, was mich wirklich richtig stört, ist, dass der Wagen in den unteren Geschwindigkeiten richtig nagelt. Das ist noch dieses Dieselnageln, was man von früher kennt, macht der auch hervorragend. Finde ich aber mittlerweile echt störend, weil man ist es gar nicht mehr so gewohnt. Ja, und der zweite Punkt ist, dass die Ceed-Familie meines Erachtens auch gut ein Update der Assistenzsysteme bekommen könnte. Besonders schade finde ich, dass es bei dem Handschalter nicht mit dem adaptiven Tempomaten, also dass der da nicht im Auto verbaut ist, weil der normale Tempomat verliert auch nochmal die gespeicherte Geschwindigkeit beim Schaltvorgang und das finde ich ist nicht mehr unbedingt State of the Art. Ja, zwei Punkte hingegen, die mir gut gefallen, ist auf der einen Seite die Genügsamkeit. Er hat eine Netzverbrauchangabe von 4 Litern. Die bin ich bei
meiner Effizienzfahrt auch durchaus erfahren. Ich habe zweimal bin ich Effizienz gefahren, einmal 4.0, einmal 4.4. Und bei dieser 4.4er-Fahrt, da bin ich noch nicht mal jetzt besonders, habe ich nicht darauf geachtet, dass ich effizient fahre. Das kann der also, das macht der. Wer also ein sparsames Pendlerauto sucht, das macht der wirklich schon ganz gut. Und was ich auch schön finde, ist der relativ kleine Aufpreis für das Infotainment-System in Verbindung mit dem JBL-Soundsystem, was schon sehr ordentlich ist, das Infotainment-System sowieso, aber auch das Soundsystem. Und wenn man jetzt wieder in Richtung Pendlerauto denkt, ist das echt ein Schnapper, den sollte man auf jeden Fall hinzukonfigurieren. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung da draußen. Lasst sie mich wissen unten in den Kommentaren. Tauscht euch gerne untereinander aus. Ich lese das immer gerne, wenn ihr am Diskutieren seid. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Meine Meinung, die zeige ich nochmal oder die veröffentliche ich nochmal getrennt in einem extra Video auf Ausfahrt TV Plus. Das Video ist unten verlinkt. Jetzt bleibt gesund da draußen. Ich verabschiede mich wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan. Ihr kennt das übliche YouTube-Spielchen. Links und rechts oben findet ihr zwei Videos von uns, die genauso toll sind wie das, was ihr eben gerade gesehen habt. Klickt auf das Logo und dann könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren und kriegt kostenlos immer Updates, wenn wir ein neues Video einstellen. Wenn ihr uns tagesaktuell begleiten wollt, folgt uns auf Instagram und Facebook. Die Links findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Macht's gut und bleibt gesund da draußen.